So, herzlich willkommen zurück in den JoDota Masters 15 Grand Final zwischen dem Imperium und der Alliance. Das Spiel ist halt jetzt leider schon vorentschieden, weil das Imperium schlägt zurück, in Anführungszeichen, weil Alliance halt nie vorne lag, aber hey. Trotzdem werden wir uns dieses interessante Spiel wahrscheinlich mal angucken. Mit mir dabei ist wie immer Struck. Und mal schauen, guten Abend, ob das Imperium hier schlagen kann. Auch wenn es technisch nicht zurückschlägt. Ah. Ja. Diesmal kein Direct X-Spawn. Ja, vielleicht ist Joki wieder AFK. Ah. Also, vielleicht. Keine Ahnung. Ich hab noch nichts gesehen, aber das gab's ja gestern auch schon. Der Resolution hat halt Go geschrieben. Ja, und Tobi brauchte 5 Minuten und dann ging's auf einmal los. Es ging halt los, nachdem Resolution Go geschrieben hatte. Okay. Ja, mal schauen, ob hier gleich im Chat kommt. Remake, please. Oder ob sie wirklich so lange entscheiden müssen, ob sie ihn whispern oder nicht. Ja. Ja, ich guck mal in die Skype-Gruppe. Nope. Vielleicht ja, gut, okay. Vielleicht wollt ihr auch einfach First Bun random machen? Nee, es gibt First Bun gar nichts. Ja, ah, das geht ja, ja die komplette Reserve-Time in einer. Na, ja, gut, kann man machen, ne? Ich meine, Empire hatten im Viertelfinale, glaube ich, auch schon mal einmal nicht gebannt. Einfach so, ha. Ist zu gut dafür. Aber ja. Sorry, Remake. Joki AFK. And I forgot to take Captain Slot. Düdüm. Und Remake. Sehr gut. Gut. Dann raus hier. ja. Das war. Ja, nicht, es war nicht klar, aber nachdem. Der erste, bei nichts kam, war das halt schon wieder Joki AFK. Seriously. Oh Mann. Ah, da ist die Lobby wieder. Ja, das passiert so selten. Nur oft. Ach, nur jedes Spiel mit Joki, wo er Captain ist. Naja. Ja. Ich wollte gerade einen Player-Slot nehmen. Shit. Was? Ja, genau, geh einfach zu da, ja. Ah. Ah, Tobi ist jetzt auch zum Scherzen aufgelegt, sehr gut. Ja, aber Joki ist jetzt wieder da, von daher, solange AFK war er nicht. Naja. Wahrscheinlich kam er halt zu spät wieder und dann haben sie ja gesagt, okay, die 30 Sekunden holen wir uns aber wieder. Remake. Sorry, my fault, der Resolution hat er geschrieben, go. Achso. ich bin kurz auf Flow, okay, go. Na gut. Aber eigentlich. Oh, mein Chat an. Das ist ja langweilig. Auch mit Overlay. Tja, dann müssen wir jetzt halt weiter warten und weiterhin schlechte Star Wars Witze machen. Aber ich glaube, ich hab's halt eigentlich schon alle durch. Ja. Ja. Schon bitter. Könnten wir Mods installieren, um denen halt irgendwie andere Namen zu geben oder so. Ich glaube, ein bisschen knapp. Damit die Spiele die richtigen Namen haben. Ja, ja, ja. Ja, also das Loda, also, nee. Das Loda Yoda heißt. Fein, das ist halt. Es ist halt keine Ticket-Lobby, das heißt, du kannst dir schon eigene Namen geben. Naja, das verstehe ich absolut nicht, warum in diesem historischen Matchup Yoda nicht Yoda heißt. Nicht nachvollziehbar. Dabei hat Loda solche Dinge ja eigentlich schon öfter gebracht mit einem anderen Namen. Ja. Aber ja, allein sind hier einfach. Sind zu professional für sich, gerade. Ja, nur Loda und Acke, der Rest halt nicht. Naja, Pike hatte dort auch das A. Das stimmt, aber nicht das Alliance-Punkt. Und ja. HyperX dahinter. Ja, er ist aber auch nur. Ist er eigentlich, ja, eigentlich ist er doch Core, S-Alliance. Aber, Vielleicht mag es Pike nicht. Ich habe mich schon immer gefragt, wo in EGM das Alliance A hinkommt. Ja, gar nicht halt, ne? Wie hat er das früher eigentlich gemacht? Gar nicht.
Nein. Ja. Damals war auch der Einzige, oder? Naja, S4 hatte dasselbe Problem. Ja, da kannst du aber die 4 in Klammern setzen, das sieht genauso aus. Ja, das stimmt auch wieder. Leadspeak ist ja dasselbe eigentlich. Ach ja, ist das spannend gerade. Wer fehlt denn hier noch wieder? Dingens, Always Wanna Fly. Er ist auch wieder auf Klo gegangen. Es ist halt immer so, keine Ahnung, man denkt, das ist halt irgendwie so Pappsachen. Da ist er. So von wegen hier, okay, ich gehe auf Klo, ihr draftet mal. Nein, es ist auch ein Papst so. Gut, go, go, ausgezeichnet. Heute. Okay, du musst kurz eine Minute allein machen. Mach ich. Gut. We are back und... Oh Gott, ich dachte schon gerade, es wäre Allpick Remake. Team Empires, turn to ban. So, Team Empire beginnt das Ganze mit einem Bann auf Wisp. Davon Alliance wird den Ex-Bann. Alliance wird auch noch den Troll-Bann und Team Empire wird den Juggernaut-Bann. Und dann wird Team Empire... Oh, Juggernaut-Bann von Team Empire, na gut. Kommt hier der Troll-Bann, dann kommt der Wisp-Bann, dann kommt der... weiß ich nicht, aber Venge wird dann wahrscheinlich First Pick Venge fürs Bild machen. Team Empire wird First Pick Venge fürs Bild machen, so rum. Ja. Erwartungsgemäß. Ja, ja, ich hab's schon alles durch. Wisp-Bann, Troll-Bann, Venge fürs Bild Pick. Ich bin schon 30 Sekunden weiter vorne. Nee, wait. Ich habe den Blick der Zukunft. Und ich sage voraus, dass Yoda jetzt bannen Troll Warlord wird. Oder auch nicht. Zu Resolution FK? Diesmal. Diesmal ist jetzt Resolution FK und Joki so sorry, my fault. Toilet. Jetzt benimmt er wieder den. Captain Slot. Ich glaube, sie müssen jetzt gerade diskutieren, ob sie Wisp bannen wollen oder nicht. Ja, natürlich wollen sie Wisp bannen. Oh, Mann. Aber vielleicht wollen sie es nicht. Oh. Ja, siehst du. Also müssen Ratten bannen. Mal schauen, ob wir hier einen schnellen Tiny Wisp sehen, einfach. Oder ob vielleicht den Bammer erfährt, den Wisp ist. Oh. Ah, Alliance bannt den Wisp. Ja, Yoda hat sich schon gedacht, okay, wenn sie nicht den Wisp bannen, dann wollen sie vielleicht picken. Aber das ist halt genau das Ding. Ich habe gesagt, wir mussten Troll bannen. Hat sie es nicht getan. Und der Troll wird gepickt. Nicht gut. Ah, freut sich Illidan. Ich bin mir nicht sicher. Also ja, Illidan hat schon gespielt, aber irgendwie so der Core-Illidan-Held ist es nicht, oder? Ist nicht mobil genug. Er kann halt nicht mit einmal, also ja gut, mit Blinkdagger schon. Und dann mit Illidan wahrscheinlich Blinkdagger, damit er halt irgendwo reinspringen kann. Wenn halt mal gerade vier auf einem Fleck stehen oder so. Das ja, aber... Nicht Illidan. Dalla hat ihn, glaube ich, zweimal gespielt. Ja, hat ihn auch hier in Jordota Master schon gespielt. Aber... Ich finde ihn dann trotzdem besser, wenn er in der Mitte snowballt und dann halt einfach nur dem Carry das Ulti gibt. Weil er ist halt auch so gut. Weiß es nicht, die Carry-Position gibt ihm halt irgendwie ein Item mehr. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Das ist eine gute Frage. Und Scareth Mage Void. Mal schauen. Oder halt was ist, weiß ich nicht, ja. Scareth Mage zusammen ist meistens halt gegen, ja meistens mit irgendwelchen Setup-Sachen da. Von daher suchen wir jetzt was, was mindestens 2 Sekunden Stun hat. Das sind halt meistens Offlader. Oder einen Void natürlich. Jo. Ja, ist halt Zentor die Frage, gesagt, ob sie jetzt direkt die Venge dazu picken wollen. Ja. Das ist halt die große Frage. Und was ich halt ganz gut finde, dass Scareth Mage First Pick besorgt hat, dafür, dass Blue Master nicht gepickt wird. Eigentlich. Weil jetzt hat der Konter dagegen. Aber Yoda lässt sich doch ein bisschen Zeit. Yoda. Resolution. Ich werde... Nee, Yoda pickt gerade. Achso, Yoda pickt gerade, stimmt ja. Ja.
Mal schauen, Scarif Mage wird wahrscheinlich der Han Solo-Held, oder? Aber erst den Void. Ja. Ja, Void wird wahrscheinlich wieder Nika spielen. Ich überlege gerade, welchen Namen ich ihm gegeben habe. Um dich dann zu korrigieren. Meinst du nicht? Ah, jetzt. Ja, jetzt kommt der Venge Counter Pick. Ich glaube, Admiral Akbar war das. Also mit dem Profilbild ist es dann doch definitiv. It's a trap. Akbar. It's a trap. It's a trap. Muss es mehr Flapping mit so einem Fisch. Fischakzent machen. Okay, Gyrocopter gebannt. Okay. Ja, Gyrocopter ist natürlich auch sehr schön mit dem Cooldown in der Chrono. Ja, aber... Diesmal haben sie keine Lust auf Doom. Ja. Nee, ist ein bisschen böse. Ja, ein bisschen böse. Mal schauen, ob sie jetzt hier den Witch Doctor picken. Das wäre halt so... Wahrscheinlich das meiste. Nein, erstmal ein Slug tatsächlich. Beide Games wieder Slug rausgebannt. Okay. Wir fürchten anscheinend den Loder Slug. Ja, aber auch Alliance im letzten Game hatten ihn rausgebannt, also fürchten sie auch den Illidan Slug. Ja, ist auch ein meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr starker Held. Meiner Meinung nach ist er eigentlich zu stark, wobei die Pro-Gamer sind relativ gut darin, ihn zu kontrollieren. Ja, du brauchst halt Stunts und musst halt genau zur richtigen Zeit werfen, das ist halt so die Schwierigkeit. Ah, Alliance holen noch erstmal Lycan raus. Auch wahrscheinlich eine sinnvolle Sache mit den Auras, die sie bisher haben. Können sie dann ganz gut noch einen Push draus backen. Und jetzt der Witch Doctor dazu? Kann nur gut sein, ja, eigentlich. Das Problem ist, ist die Frage, ob es für Alliance zu public ist oder nicht. Zu public. Oh, das ist Sanking, ah. Dann brauchen wir wieder ein bisschen mehr Skill für, das ist besser. Okay. Auch länger nicht mehr gesehen in Sand King, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also zumindest nicht in dem. Nicht im Giornota Masters, das sehe ich gar nicht. Giornota League vorher war das halt ganz, ganz oft in den Europe Playoffs. Halt besonders Goomba hat ihn sehr gerne gespielt. Aber ja, jetzt hier. Doch sehr vernachlässigt. Aber endlich kann er sich mal wieder in die Krone werfen. 10 Seconds remaining. Ja. Es sieht halt sehr danach aus, als ob Alliance dieses Game halt einfach mal Teamfight-Line-Up möchte. Und dann sagt, fuck you all, wir gehen einfach irgendwann Five-Man und ihr macht halt nichts dagegen. Ja, besonders ist es ein Line-Up, was auch von hinten ein bisschen wieder zurückkommen kann. Ein gutes AP und eine gute Chrono, aber halt auch ein gutes AP, kann halt das Ding auch wieder turnen. Ja, aber Alliance hat halt eigentlich Helden, die im Normalfall sehr gesplittet stehen. Sand King lässt sich ja hoffentlich nicht sehen im Fight und kommt dann einfach rein mit dem Epi. Genau. Scarab Mage steht auch meistens nicht direkt neben dem Void. Ja, sind noch zu weit gespaced für Magnus. Außerdem ganz gut halt auch, Venge for Spirit muss eigentlich die Wave of Terror in den Fight reinmachen. Und wenn sie das benutzt, um Sand King zu scouten oder versuchen zu scouten, ist es ja halt trotzdem ganz gut, weil die Wave halt nicht im Fight drin ist, die doch schon einiges an Armor Minus macht. Ja. Aber trotzdem, Resolution Magnus, Signature Hero. Oder wieder Jockey. Das, glaube ich, hatten wir auch mal gesehen. Aber wenn dann... Kommt davon, ob der Magnus halt Mitte kommt oder nicht. Genau. Ne? Aber es ist halt ein Core-Head von Resolution. Naja. Sehen wir das mal wieder. Es wird interessant. Ja, glaubst du, es kommt noch ein Pack dazu? Das kann ganz gut sein, ja. Bin nicht so überzeugt von dem Pack. Aber Alliance spielt den anscheinend zu gerne. Ja, sie haben wahrscheinlich auch die Lineups dafür. Mit früher S4 haben sie da geübt. Dann kommen halt ein paar klar. Naja gut, S4-Pack ist, glaube ich, eine ganz eigene Liga. Da gibt es, glaube ich, kaum einen Spieler, der da rankommt. Ja. Ja, aber sie haben halt dafür trainiert, ne? Sie haben halt so viel mit S4 und Pack gespielt, dass sie wahrscheinlich das halt im Core-Lineup auch drin haben. Aber bisher, was ich halt gesehen habe, war das Pack halt nicht mehr so... Kann gut sein, aber wir sehen den Loder Slug. Sladder. So. Den Loder Slug, genau. Der Held, der genauso aussieht, ein bisschen größer ist. Tja, Jar Jar Binks ist online auf Yoda. Ja. Oder der Unterwelt-King da. Aber den Namen kenne ich nicht. Oh, das ist dieses Monster, was dieses
Gefährt, wo wir diese komische Unterwasserpassage da machen. There is always a bigger fish. Genau, genau, das passt ganz gut für die Allianz gerade. Und technically, hey, wenn es auf Tatooine ist, passt es auch zu den Rebellen-Allianz. Oder? Ja. Wenn wir jetzt mal auf die Episoden 1 bis 3 gehen, dann ist es ja ein bisschen umgeswitcht. Dann haben wir das Imperium, was halt die Klonarmee ist. Beziehungsweise in Episode 1 halt noch die ganzen Droidikas. Ketzer. Droidis. Ketzer. Was, Ketzer? Episode 1? Episode 1. Okay. Na gut. Point taken. Es gibt nur das Imperium schlägt zurück gerade. Viper. Viper, es ist. Ist auch so ein Sternzerstörer. Langsam, fett und macht Dinge kaputt. Fährt durch die Gegend, kann man oft gegenschießen, macht nichts. Gar kein Problem. Ja, genau. Und bei Magnus Reverse Polarity ist halt auch irgendwie so ein Todessternschuss. Und ja, weiß nicht. Aber ansonsten erstmal noch. Und danach nichts. Kommt dann der Traktorbeam nach dem Todessternschuss. Ja, das stimmt, das könnte auch sein. Aber der Traktorbeam ist da, weiß ich nicht, viel. Naja, nee. Der richtige Todesstern wäre, glaube ich, für mich eigentlich Phoenix. Mit dem Sunray. Dazzleban. Finde ich spannend von Yoda. Einfach mit Viper und Troy Water. Das ist verdammt wichtig. Schade, dass die Windrunner rausgebannt wurde. Ist ein cooler Held. Würde in der Mitte ganz gut passen. Weiß ich nicht, ob es hier perfekt wäre. Ich glaube schon. Sehr viel Control von Alliance bisher. Aber. Sniper! Wow. Greedy von Alliance ein bisschen. Das wird ein Loader-Sniper. Das wird ein Loader-Sniper. Glaube ich schon. In der Mitte. Weiß nicht. Wobei, wenn sie Sniper. Ja, stimmt. Ja. Loader spielt auch super gerne Sniper. Das ist halt die Sache. Aber halt auf der Safe Lane. Und ich glaube, das ist ein Mitte-Sniper. Also, das wird ein Mitte-Sniper sein. Das stimmt, ja. Oder einen Support-Slader. Und einen Core Skyroth Mage. Nee, lassen wir das. Ja, Void Offlane und dann. Das ist Slader Safe Lane. Die Frage ist halt, wie sie es verteilen. Wahrscheinlich halt, wie die Helden sind. Mal schauen, ob es halt ein Loader Sniper ist. Und was halt ganz wichtig ist, dass hier die Rebellen-Allianz Sniper hat. Weil, wenn du dem Imperium Sniper gibst, dann ist es so ein Stormtrooper, der würde nichts treffen. Piker Sniper, okay. Wer hätte es gedacht, dass. Pikard war ja Luke Skywalker. Ja, treffen schießt nicht so oft, aber. Passt nicht so ganz, also, verdammt. Doch, er ist schon der Sniper, wenn es um den Todesstern geht, ja. Ah, okay. Assassinate. Oh, der Todesstern fliegt nur auf die. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich auch mal so einen wirklich dunklen Helden, ja. Oh, mit Abaddon, ja. Stimmt, habe ich gar nicht gemerkt. Ist einfach irgendwie gespawnt, der halt war da und wir gucken erstmal auf Sniper, weil das wahrscheinlich mehr Relevanz hat. Aber ja, einen defensiven Helden. Also hat Yoda schon gut vorher gesagt, hat den Dazzle gebannt, Abaddon kam. Eins von beiden halt. Ja. Und easy Pause. Easy. Sehr easy, ja. Haben sehr easy den Knopf gedrückt. Ja, irgendwie hat Empire das auch so, weißt du, so. Die machen das gerne. Das ist ja gut, Aloha Dance ist gerade bei mir durchsichtig, man sieht nur sein Schwert. Bei mir auch. Ha. Bugs, aber dann. Und oben kommt die Viper runtergefallen, guck mal. Ja. Holy crap, was? So instant gespawnt, so zu. Ist gespawnt und ist umgekehrt und es ist keine Samus. Seriously, warum ist diese so ein Ball? Ich verstehe nicht, warum es davon noch kein Effigy gibt. Das wäre voll awesome. Ich muss mal kurz minimieren. Na gut. Mit dem Stream einfach anfangen hier. Kann ich nicht auswählen? Viper. Hä? Ich guck von oben auf Viper und Viper ist halt nicht mehr im Bildschirm drin. So, hä? Hey. Ja, ich glaube FGs gucken, oder? Jetzt müssen. FGs gucken. Aber die haben sich hier nicht geändert. Ja. Seit dem letzten Game. Ja, es sind auch noch nicht alle FGs gespawnt, so wie ich das sehe. Ja, die haben einfach nur wenige. Achso. Die zwei von Alliance sind da. Oh, drei von Alliance.
4 von Alliance, ui. Stimmt. Nein, der Bulbasaur. Hm. Sam the Man. Und natürlich der Wii. Treu. Hm. Ja, schönes Strategie-Papers hier von Alliance, die ausgeführt werden. Wraparound. Oder so. Auf jeden Fall, ich glaube, Nico will da unbedingt hin. Wir hier hin. Na gut, ich glaube, für einen Early Kill haben sie definitiv kein schlechtes Lineup. Wobei natürlich Empire relativ tanky ist. Ja. Okay, Loda einfach nur Go. Loda will den Go machen. Enemy ist sehr, ja, das stimmt. Hatten wir nicht eben noch genug Pause? Wir müssen jetzt schon wieder auf Klo. Wie sieht's mit Pings aus? Ping, ja, nur die asiatischen Broadcaster haben ein bisschen länger. Our Kid AFK, wait, what? Hm? Resolution. Ein Kind ist AFK? Nee, ich glaube, er meint Yuki. Okay. Oh, okay, Schatz feiert. Wait, what? Fakten, Fakten, Fakten. Hm. Können wir auf unnützes Wissen irgendwo gehen? Unnützes. Ja, leider. Leider gibt's auf Team Liquid keine Altersangaben. Unnützes.com. Doch, gibt es. Der große rote Fleck auf dem Jupiter rührt vermutlich von einem Sonnenbrand her. Oh, kein unnützes Wissen mehr. Schade. Würde gerade losgehen. Hm. Oh, meine Maus wird immer wieder nicht mehr gefangen, das ist nicht so gut. Oh. Naja, aber wir sehen erstmal so das Imperium als auch die Rebellen. Anscheinend ist das, was Nikva eingezeichnet ist, das, woher sie gehen wollen. Und erstmal ab dafür. Aber für Empire sieht es sehr ähnlich aus. Anscheinend sind wirklich jetzt das eine Team macht den hier und wartet hier und das andere Team macht den hier und wartet hier. Und beide finden nichts. Nur, dass Alliance schon das Smoke dafür ausgegeben hat. Oh. Und Empire nicht. Ja, schade, dass sie halt nichts irgendwie haben, um... Also, dass sie keinen Jungler haben, sonst hätten sie ja schön den Dschungel zumachen können. Aber sie nicht danach aus. Beide Teams gucken erstmal sich schön den Dschungel an und sehen so, ah, schön. Blockt der Ward hier? Nee, das ist zu weit draußen, oder? Ich glaube nicht, dass er blockt. Ich glaube, sie wollten einfach nur die Warden damit. Okay. Es gibt halt beide Spots. Ja, sie wollten dann vielleicht auch gucken, einfach, ob da ein Ward ist, ob sie da schon mal da waren. Ja. Aber dann ist relativ klar, dass Alliance im gegnerischen Dschungel ist. Und Alloradance kommt vorbei. Oh, oh. Aber von hinten kommt die Viper an Ake ran. Oh. Oh. Aber kommt weg. Zwei Hits kriegt er noch durch. Aber Aggressive Try. Hm. Aggressive Try mit Sand King. Das ist weird, okay. Sonst ging Abad oder so, ist halt stark, aber du Lance, erstmal komm hier raus. Ah, jetzt weiß ich auch, was sie da gemacht haben. Hm? Oh, das könnte Festplatz sein. Joki. Ja, auf der Top Lane, ne? Ja. Ja, das Schild macht noch einiges an Damage, aber hat einfach mit Boots First sowohl. Na gut, Aki hat technically immer First Boots First, einfach weil das kein Match. Fast mehr Base Movement Speed hat als EGM mit Boots. Nicht ganz, aber. Ja, First Blood. Cool. Boots First zahlen sich dann aus. Zum Blocken und einfach der Damage reinhauen. Und das auf eine Viper, ne? Ja, und auch einfach der Bolt macht halt am Anfang schon viel Schaden. Dann Viper ist halt auch
der super langsamste Held. Was Arke halt nicht ist, ist Viper. Ja, 285 ist halt kotzübel. Ja. Ja, da kann doch eigentlich Loda ganz gut alleine farmen hier. Ja, und jetzt sieht IGN man versteht sich. Nein. Also hier oben. Ja. Kurz noch, dieser Ward sieht halt genau hier rein und IGM hat sich da versteckt und wird genau gesehen, von daher wissen sie auch ziemlich genau, wo der Ward ist. Auf der Bottomlane, aber wenn ich war, der gut geharrest wird. Aber nichts passiert, vielleicht wieder auf der Toplane. Joki ist weit vorne, aber kann halt sich absolut nicht in die Lane trauen, 0-0. Und Loda hat jetzt schon 8 Lasted. Was? Ah, kriegt hier aber einen Lasted. Resolution gegen Pykat. Ganz gut für Pykat. Hat nicht so viel Spaß, der Resolution. Ja, aber Nick war unten, hat ja auch keinen Spaß. Kann sich aber ein bisschen auf was von der Fly battlen. Der hat aber noch eine. Hat aber noch was. Muss hier weggehen. Wird es aber anscheinend nicht ganz schaffen. Komm hier. Oh, hat sich wieder hochgeseift und kann hier sogar juken. Auf das Viper geht nochmal down, aber Nick kommt hier tatsächlich weg. Kann genug juken. Kann jetzt auch wieder zurückspringen. Ja, Bash. Sehr gut. Und überlebt immer noch. Holy shit. Ah, jetzt. First Hit Bash, komm. First Hit Bash. Nein. Ah, nicht ganz. Ah, ist ja eingesperrt hier. Surround, beide gehen hier down. Killed by the Radiance und auch Always When I Fly wird killed by the Radiance sein. Oh Gott, der Arme. Mega Jukes. Faces Void. Was? Faces Void und natürlich. Mega Jukes ohne Ende von Nikwa hier, der quasi ein Double Kill rausholt. 5-1 für die Alliance. Aber das ist doch das Empire Strikes Back. Und daher werden wir das wahrscheinlich hier gleich. Vielleicht huge Turnaround. Vielleicht haben wir die Teams einfach falsch benannt. Vielleicht ist Empire in Wirklichkeit nicht Empire, sondern Alliance. Ja, aber da steht Empire. Da steht The Empire. Ah, Nikwa muss jetzt hier sehr vorsichtig sein und rumliepen, um das Ganze zu beleben. Wie sieht es mit den Supports von Alliance aus? Die mussten erstmal ein bisschen zurückgehen. Ja, IGM ist halt das Problem, sie kriegen halt oben Kills schon. Hat auch immerhin die Bottle schon. Aber wird halt einen späten Blinkdagger bekommen. Ja. Oder keine Ahnung, gar kein Bottle für EGM, keine Ahnung. Komisch. Auch hier wieder mit Ake schön Bottle Transfers gemacht. Und sie wissen eigentlich, dass hier ein Ward steht. Aber trotzdem kein D-Ward. Hm. Aber doch kein Mana, okay. Kein Gold. Wie sieht's denn in Sachen CS aus? Resolution mit 18-3 hat sich gegen Snapper 13-4. Pykat ist da doch nicht so ganz weit vorne. Ah, er kann halt doch relativ gut den Resolution immer raushessen, harassen, aber ja. Gut, er hat jetzt halt auch die Bottle. Ja, trotzdem halt hat Resolution doch sehr, sehr viele CS, was mich überrascht. Ja gut, das ist halt Last Hit mit Shockwave. Ja. Troll, auch mit 17-8. Gegen die zwei Lasts von Nikwa. Aber naja. Adorians wird geslowt, aber ansonsten passiert da erstmal nichts. Choki kann sich jetzt wieder so langsam hintrauen. Allerdings, Loda ist da. Loda ist da. Kann hitten. Stun ist da. Nächster Stun ist da. EGM ist immer da. Wenn er gebraucht wird. Oh, und er kriegt den Deny und kriegt dadurch genau den Kill, damit die Viper den Kill hit und sich nicht hochbotteln kann. Krass. Und jetzt kann Choki natürlich einfach weitergehen hier. Kann hier nur slowen, aber mehr kriegen sie halt einfach nicht hin. Das ist bitter gelaufen. Und Joki bricht dann noch hier die Salve ab, das ist bitter. Kriegt jetzt hier einen Bottleschluck. Immerhin Loda und Sniper geht auch noch down. Holy crap, The Empire Strikes Back. Sandy sieht's einfach nicht so gut aus. Okay, Joki geht hier wieder down. Weil Slows. Aber, die Toplane lief, ist doch gar nicht so weit vorne, wie ich halt dachte und wie sich so entwickelt hat. Insgesamt vom Farm her läuft die Toplane doch schon wesentlich besser für Alliance. Klar, aber Viper ist ja trotzdem die Hälfte an CS. Kann er ja trotzdem irgendwas tun. Und das sah am Anfang absolut nicht so aus. Naja, und der Lorenz hat halt gar nichts im Gegensatz zu EGM und Ake. Ja. Ja, das ist ja doch so ein Ding, ja. Nikwa hat auf der Bottomlane ein schweres Leben. Oh ja. Das ist der echte Illidan mit Roll, der steht auch einfach in Tower Range, attackt ihn,
kriegt die Tower-Aggro nicht. Ich weiß nicht, wie der Mann das macht, aber irgendwie geht das. I'll take your tribute. Hm, ist AGFK gerade? Ja. Komisch. Lola stand neben ihm, tippt rein, will ihm die Bottle Charges geben und Aki sagt, macht einfach nichts. Okay. Na, Lola geht auf das Early Vanguard. Ah, Tanky Build, okay. Weiß nicht, Initiation. Haben sie sonst noch nicht so viel, aber. Ich meine, sie haben die Chrono. Das ist erstmal Initiation. Ja. Ach nee, Go of Joki, Slow ist da. Stun ist da. Das Schild kommt da, wunderschön gemacht, auf den EGM nach dem Schild da reinzukommen. Slows kommen jetzt von Loda aus, aber Joki turnt einfach. Aki wird das nicht überleben. Shockwave ist auch da von Resolution und Skewer. Und EGM, ja, kann nur einen Triple Stun machen und Stun. Ah, nur auf Resolution. Da ist nicht mehr drin gewesen. Aber Joki wird jetzt hier down gehen. Nee, okay, doch nicht. Ein AP Man alleine auf Lothar. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Dumm gelaufen. Aber mehr wird's nicht. Mit dem Sprint hätte vielleicht Lothar noch hinten kommen können, hat aber keinen Mana gehabt. Von daher 1:1 immerhin nur. Und der 1:1 lief doch ganz gut. Sind sie da, was sind sie da? Aki gegen Joki getradet. Klar, Pikehead musste rotieren, aber Aki kann jetzt halt die Mitte übernehmen. Kriegt auch ein bisschen was raus. Vanguard schon wieder für Lothar fertig. War auch jetzt schon sehr schwierig, ihn überhaupt anzukratzen. Das wird jetzt noch schwieriger. Ja. Und dann, sobald er seinen Blinkdagger hat, ist auch. Dann wird er viel Spaß haben. Ja, kann. Weiß nicht, ob er jemanden solo killen kann. Also, Venge kann er solo killen. Wird er den ersten Stun-Up bekommen, aber sonst nichts. Aber dann wird schwierig. Und aber ansonsten kann er niemanden solo killen. Aber naja, Slider ist doch nicht unbedingt für die Solo-Kills da. Ja, dafür hat er ja seine beiden Supporter. Oh, Rapron's top. Ja. Joki kommt hier, Rotations kommen, aber schön Alliance geht zurück. Gegen den Abaddon, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll war, da rein zu diven. Ja, es war schon genau richtig, dass sie da sich zurückgezogen haben, weil ja. Im Zweifel kommt halt noch ein zweiter TP rein. Mhm. Lower Dance hat immer das TP ready. Oh, Joki. Wird hier gesloat. Und dann kommt da. Frage ist, ob viel mehr passieren kann. Der Slow ist da von Joki, aber für Joki. Und Pike hat meine Double Damage Rune. Okay. Ich dachte, wollten sie auf jeden Fall fighten. Ja, das sah ein bisschen so aus. Aber jetzt wollen sie Bottom fighten. Ja. Sie wollen Illidan. Void geht down und Illidan kriegen sie tatsächlich sogar. Und mit dem Slow ist es auf jeden Fall ein Kill. Oder nicht. Versucht ihn ganz zu slowen. Wie schnell der ist. Ja, kommt ja einfach so weg, krass. Sniper holt jetzt einfach sich Resolution und überlebt das auch noch. Unglaublich. Ja, der ist jetzt sehr, sehr schnell. Außerdem mit dem Fates Boost konnte er nicht geblockt werden von Nikva. Egal wie gut er es versucht hatte. Ja, Fly ist jetzt wieder da. Für Top Lane haben wir EGM allein auf der Lane. Der halt, ja. Keine Action kann das auch easy bleiben. Und wird auch gleich die Queen vorbeikommen. Nicht ganz bei sie im Bleiben, wo er Sandstorm wieder weitermachen kann, aber naja. Ist jetzt erstmal okay. Auf der Bottomlane wird wahrscheinlich der Tower fallen. Bisschen doof. Haben sie keine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Dieses Volt muss erstmal den Wald farmen. Und das ist sehr schwierig. Ja gut, aber er ist halt ansonsten eine wandelnde Chrono. Er ist halt eigentlich schon immer effektiv. Auch wenn er halt noch keinen Damage selber macht. Ja, solange die Chrono halt aktiv ist. Also solange die Chrono on cooldown ist, wenn sie Go machen. Off cooldown ist, wenn sie Go machen. Und dann, ja. Ja, Joki wird gebaitet, aber. Jetzt in der Mitte könnte Pikehead sterben. Mit das der Rotation von. Da kommt Overs von der Fly und zieht sich gut zurück. Da war die Wave ein bisschen zu früh. Aber jetzt hier, Joki wird gefunden, wieder geslowt. Schöner Silencer auch auf Aloha Dance, dass der erstmal nicht so schnell das Schild rauskommen kann, aber das Schild. Oh, jetzt kommen die Dives. Joki lebt immer noch, geht jetzt hier down, aber Loda hat ein kleines Problem. Könnte hier Epic-Szene von EGM gestrandet werden? Ja, wird es.
Und da hat Alolan ein großes Problem. Aber kriegt noch gerade so den Kill. Der Swap raus. Aber es hilft halt auch nichts. Trotzdem ein 2:1 straight. Na, für die Viper. Ja, war es worth it für Alliance? War worth it. Laut EGM was bekommen. Laut Fat Recaps kann man nicht so vor. Unten kommt der Go auf Illidan mit der Chrono. Und das wird auch ein Kill. Bam, der Shotgun. Okay. War aber auch schon ein bisschen greedy, ne? Kam halt ran, First Hit Bash und das wäre anders ausgelaufen. Ja, aber, ich glaube nicht. Also er hätte den Sniper nicht getötet, er wäre so oder so gestorben. Hätte nur ein bisschen länger gedauert. Ja, das stimmt. Klar. Aber halt immer schön. Dass sie halt einfach so dieses Assassinate halt direkt ziehen und nicht... Nicht einfach Auto-Attacken. Wenn der Gegner noch 200 HP hat, dann lieber Assassinate machen als Auto-Attacken. Ja, man könnte eigentlich beides verstehen. Man könnte halt sagen, okay, ich halte es halt ein, weil er hat halt keine Chance wegzukommen. Ich kann mir das Mana sparen, was ist 275 Mana. Ja gut, er hat halt eigentlich auch keinen anderen Skill, der irgendwie Mana kostet. Ich meine, er kostet 50. Das heißt, 150 brauche er, damit er das dreimal machen kann. Und ansonsten ist halt Assassinate. Aber jetzt in der Mitte mit einem Invis Magnus, aber er... Das Schild könnte poppen und dann... Nee, aber Blink ist da und Packet ist sehr defensiv. Ja. Hat auch hier, glaube ich, das Schild gesehen. Ja, und spätestens dann. Aber, kann ihn trotzdem diven. Daher muss jetzt hier Packard sehr weit zurückgehen. Hat er auch gut gemacht. Und er sich so hinstellen, dass er halt nicht gescored werden kann. Ja, Packard jetzt genau ist er dann da, um gescored zu werden. Ja. Und ja, easy kill. Killing Spree down. Das überrascht mich, dass Packard sich da doch so finden lassen hat. Er dachte wohl, dass Resolution zurückgeht, aber er kennt Empire nicht, ne? Empire lässt nicht locker. Auch schon wieder. Ich hätte eher gedacht, dass Alliance früher anfängt, Five zu nennen, aber Empire macht das mal wieder. Und jetzt hat Roshan. Aber Kronos ready. Ja. Und daher, Master of Endes ist jetzt auch da, von daher wird das aber knapp, trotzdem sie haben ist halt sehr schnell. Aber ja, es reicht, dass sie Resolution da lassen und Alliance hat schon keine Lust mehr. Nee, der Go wird gemacht. Der Go wird gemacht, ist vielleicht ein bisschen spät, aber könnte genau rechtzeitig sein. Oh, der kriegt sogar den Roshan-Snipe. Oh, und die Aegis gesniped. Ja, oh, wunderschön gemacht von Nikva hier. Glück für Alliance, genau im richtigen Zeitpunkt. Die Frage ist halt jetzt, ob sie mehr bekommen. GM schön mit dem Stun. Skewer halt dann zurück, Empire. Aber jetzt ist halt Pykard da, ne? Und... Aber Pykard kriegt Illidan nicht tot. Holy crap, Desaster für Alliance, obwohl es so gut lief. Wunderschöne Krone und trotzdem können sie hier nichts machen, sind einfach zu tanky und kriegen jemanden tot, haben keinen Fokus und haben den Fight auch noch ein bisschen gespreadet. Was für Alliance natürlich nicht so gut ist. Ja. Das lief gut Jukes. Für Empire, obwohl Roshan Snipe und... Ja, vielleicht hätten sie einfach das Aegis snipen sollen und nicht reingehen sollen. Aber ich dachte eigentlich, dass sie fighten können, aber es war halt ganz gut von Resolution, glaube ich. Nee, das war halt das Problem war halt irgendwie, dass Loda den Sprit anhatte, Nikva hatte die Mask of Madness an und Resolution ist dann halt reingeskewert und hat noch die Shockwave auf beide drauf bekommen, was halt unglaublich viel Damage macht, weil sie nochmal extra Schaden bekommen und dann sah das Ganze sehr anders aus. Na, nicht so gut. Mal schauen, Illidan kriegt hier irgendwelches... kriegen hier tatsächlich nichts hin. Er hat gehofft, dass Nikva einen Timelock hinbekommt, aber jetzt sieht es schlecht aus für Pykard. Die TPs kommen rein, können sie was tun? Sieht so nach aus. Assassinate kommt hier raus. EGM. Akke ist da. Kann nicht so viel machen. Stirbt EGM ist da, Akke stirbt halt einfach. EGM. Und wahrscheinlich gucken, dass er noch reinkommt. Ja, Stunt hier nochmal Joki. Und Epicenter, schöner Swap, um das zu verhindern. The Empire Strikes Back. Definitiv. Aber sie haben Mittel denn bekommen. Aber sie haben Ende dann bekommen, ja. Trotzdem. Bisschen mehr worth it für Empire. Bisschen, ja. Aber nicht viel. Man sieht schon, wie viel er wert ist, der Illidan. Ja. Chrono in ein paar Sekunden wieder an. Das Problem ist, sie haben kein Damage. Epicenter ist gechannelt. Keine Möglichkeit, was zu tun. Loda versucht, den Top Tower zu pushen. Sieht nicht so ganz erfolgreich dagegen aus, wenn man
Dass man Ember anguckt, ein HP auf 2, Nikla und Pike hat gefunden. Krone wird tatsächlich benutzt, aber geht hier noch down. Loda ist schön da reingekommen, kann ein bisschen was versuchen. Buybacks kommen jetzt hier raus wegen der Chrono, aber ich weiß nicht, ob sie was bekommen oder ob halt auch einfach Rest da genug ist. Oh, das Schild rettet tatsächlich ja. Hier noch hier. Oh, Aki holt sich das noch mit dem Mystic Flare. Joki wird da wahrscheinlich auch nicht wegkommen. Alordans kann das Beste versuchen, aber Illidan ist da. Oh. Und ja, das wollen sie nicht damit haben. EGM ist da, macht den ersten Stun. Alordans, sein Ulti proggt. Loda ist low, hat aber Sprint, um wegzukommen. Pikehead ist aber low. Bei Pikehead ist es natürlich ein anderes Problem. Kommt da einfach nicht ran und müssen ihn hier fallen lassen. Double Stun von EGM, aber auch der nicht. Joki ist low und jetzt kommt der Sandstorm. Joki kriegt den Tower die ganze Zeit im Aggro. Kriegt einiges an Damage dadurch, aber ja, das ist halt genau das Ding. Dachte hier eigentlich, dass er vom Schild umgebracht wird, musste deshalb noch einmal Burrow striken und ist dann vom Nether Toxin von Joki gestorben. Es sah aber auch so aus, als ob das Schild gar keinen Damage gemacht hat. Ja, vielleicht hat er genau in dem richtigen Moment dann halt rausgeburrow striked. Da sind ein paar Invulnerability Frames da dran. Und ich glaube halt auch, dass es tatsächlich halt auch der Corrosive Skin war, der dann im Endeffekt EGM dann gekillt hat. Ne, das waren die Running Access vom Troll, aber ja. Ah, okay. Das war auch. Ja, der nächste Go direkt. Nico muss weg. EGM sind am Rollen. EGM, genau. Empire sind am Rollen, das andere mit E. Und Alliance konnten da ganz gut was gegenwerfen, aber jetzt gerade sieht es nicht so gut aus. Nächste Illu-Rune, nächste Invis-Rune für Resolution. Und der findet da vielleicht Acke. Nein, geht doch keiner jetzt mehr runter. Ja, es fehlen da einfach auf Sniper die Items, um Damage zu machen. Ja. Oh, blinde AP hoch. Holy crap. Das war blind. Und das war groß. Und dieser Status von Resolution ist einfach Monster, ja, gerade. TRPs sind halt wirklich on top und treffen wichtige Ziele. Und halt auch immer, auch wenn sie nur Pickups machen. War jetzt zwar nichts mehr als 2 oder 3 dabei, aber das war halt auch nicht nötig. Ja, Resolution kommt am Force Death natürlich easy raus. Und sie verlieren hier niemanden, wo sie halt einfach den Tower pushen. Schon, ob sie umdrehen. Aber es dauert halt zu lange für das Amplify Damage, dass sie die Vision haben. Sonst hätten sie hier vielleicht umdrehen, smoken können. Ja. Es sieht eigentlich laut Grafen noch gar nicht so schlimm aus. 10.000 Gold. Ja, ja, das war jetzt wahrscheinlich der Tower noch dazu. Die beiden Tower, die sie geholt haben. Ja. Ich hatte nur davor noch reingeschaut, da war es halt bei 5.000 und 3.500 XP oder so. Ja, XP und ist nicht so viel. Das eher das Problem ist, wenn du den Networth-Anzeige aufmachst, halt, dass Empire so weit vorne ist bei ihren Carries. Ja. Aber, ja. Ja, eigentlich genau so ähnliches Bild wie eben einfach. Die ersten drei sind halt die Cores von Empire. Mal wieder. Tja, Alliance auf dem Backfoot. Aber noch nichts vorbei. Sie haben Chrono, Epicenter, Sniper und Mystic Flare. Das sind die Rezepte für Alliance und der Blick der Offloader gerade, der doch die Möglichkeit eines Comebacks hier nicht ausschließt. Aber dafür, glaube ich, muss Empire ein bisschen overextenden. Muss eine große Chrono bekommen. Engine Farming. Ja, von hinten. Ja gut, Sniper hat halt die Range und mit ja. Schrapnel kann man sich Vision holen. Das Problem ist, die Ward hier oben auf dem Hill ist halt so eine Sache. Wird er gesehen. Ja, und jetzt wird der Stack gefarmt. Ja. Blinkt er jetzt auch für EGM 20 Minuten. Naja. Ich weiß nicht, ob die Aggressive Trail-In da so gut war. Du meinst, weil einfach zu wenig Farm auf dem Sacking? Ja. Naja, das kann natürlich sein. Das ist halt die Sache. Andererseits, sie haben Viper so gut down bekommen. Trotzdem ist sie jetzt wieder da. Das Ding ist auch, EGM hat auch ohne den Blink, der ja extrem geile Aktionen gemacht. Triple Boros Strikes und alles, waren schon ziemlich geile Sachen. Aber, naja.
Frage ist, ob dem Blink der ja noch mehr hätte machen können. Loader rechtzeitig weggekommen. Ja, aber der, ich glaube, der eigentliche Grund momentan, ist, warum Alliance so weit zurück ist, ist einfach Resolution mit den IPs. Ja, trifft sie halt ein paar. Auch im Russian Fight am Anfang. Macht halt die Initiation Alliance, obwohl eigentlich sie initiieren müssten. Das ist halt. Es läuft nicht gut. Ja. Mal schauen, denkst du, dass Empire auf Russland warten? Oder denkst du, dass sie einfach auf den Pickoff warten? Ne, sie pushen jetzt einfach top. Ja, aber T1 pushen ist wie auf Russland warten und nichts tun. Das stimmt natürlich. Ich glaube, sie werden jetzt den Tier 1 und den Tier 2 pushen wollen. Ja, und dann kann er den auch in Tier 1 holen. Scheint auch nicht dagegen spielen zu wollen. Nö, wenn sie selber gut traden können, ist es auch okay. Sieht so aus, als ob der Trade ganz gut ist. Für Empire, denn die kriegen auch noch einen T2 raus. Aber trotzdem können halt. Alliance können sowieso nicht deffen, von daher holen sie halt das, was sie kriegen. Ich glaube schon, dass sie deffen könnten. Also sie haben halt Chrono, Epicenter, Mystic Flare. Und jetzt zippen sie vielleicht ein bisschen zu viel. Zu wenig. Tja, okay, der Go kommt jetzt. Letzter Teamfight für Alliance. Wenn sie den verkacken, sind sie raus. EGM, 10 Sekunden. AP ready. Hat eine gute Position dafür. Aber Roshan ist halt auch gleich in 40 Sekunden wieder da. Und daher könnten wir ja auch Empire sehen, die halt einfach wieder B gehen. Das sieht danach aus. Gehen wieder B, allein sehen das Ort auch, dass sie B gehen. Ja. Und kommen halt raus. Die Ward hier doch sehr. Ganz gut wichtig. Aber was sie nicht sehen, ist, ob sie zu Roshan gehen oder nicht. Das sehen sie wahrscheinlich jetzt gleich in der Creefave. Ich glaube, sie bereiten sich schon mal drauf vor. Ja, sollten halt auch bald wissen, dass Roshan wieder da ist. 10 Sekunden noch. Ah, Resolution schon wieder. Schon Invis-Rune. Wieder mit der Invis-Rune. Come on. Typ. Aber dieses Mal haben sie es gesehen, weil er an der Sentry vorbeigegangen ist. Die Sentry von unten. Sieh die Sentry da oben. Oh Mann. Die Sentry unten sieht hier Resolution schön. Vielleicht können sie einen Swap hoch machen oder sowas. Nö. Hat nichts. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Oder ob Joki halt einfach an den Rex stehen wird und doesn't care sein wird. Dann Joki wird jetzt initiated, kriegt das Schild und läuft weg. Mit Mecha wieder komplett voll. Aber gut, auch Loda. Kann das öfters machen. Ja. Jetzt ziehen sie sich zurück. Ich gehe davon aus, jetzt werden sie sich dadurch, dass die Vision jetzt tatsächlich weg ist, Richtung Roshan begeben. Und das wird ein schneller Roshan werden. Ja, die Vision ist immer noch da. Lodens könnte das Ganze mit dem Schild purgen, aber ist ihnen egal. Machen dann einfach. Gehen in Roshan rein und wissen halt, dass Alliance nichts dagegen tun können. Von daher ist es ihnen egal. Und die Lines kommt tatsächlich mit dem Smoke. Wollen sie wahrscheinlich hier catchen? Denn mit so einer Chrono, die nicht da ist, weil Nick quasi weit hinten ist, oh oh. Ziehen sie sich sehr schnell zurück. Na, ist die Frage, ob sie jetzt hier irgendwie fighten wollen. Elian läuft halt einfach weiter, findet hier tatsächlich jemanden, okay. Ah, kriegt hier noch gerade so das BKB raus. Aber Chrono schön gesetzt. Okay, macht doch immer noch nichts mit der Mystic Flare. Holy shit, und Resolution. Der Swap. Tja, Epicenter irgendwie nicht so viel gebracht. Aki hat auch mit der Mystic Flare, weiß ich nicht, ein bisschen gezögert. War kein richtiges Ziel da, wo er es tun wollte. Und jetzt ist halt also zwei down. Töten sollen. Ja, zwei down. Nikva hat kein TP, muss weg. Loda hat kein TP, muss weg. T3 ist dann. Sieht nicht so gut aus für Alliance. Hier sehr viel abgeben mussten, hat alle Ultis benutzt hatten und trotzdem eigentlich nichts rausbekommen hatten. Ich frage mich gerade, ob sie sich nicht sicher waren, ob jetzt auf dem Troll des Aegis ist, aber ich weiß nicht, warum sie nicht einfach alles auf Illidan geschmissen haben. Ja,
Wäre auf jeden Fall gestorben. Hat halt das BKB angebekommen, aber sonst nichts. Ja. Der Rest war halt auch. Aloha, den zwei halt raus und so. Aber. Tja. Kriegen hier Mid-Rags, Bottom-Rags. Wenn jetzt halt Deffen. Aloha drin, kriegt es nichts hin. Wird jetzt hier geslowt und geht wieder down. Buyback von Loda. UGM ist wieder schön drin. Double Burrow Strike. Illidan wird low. Und zwar ziemlich low. Holy shit, ganz knapp. Wenn da nicht so schnell gelaufen wäre, wäre er auch wieder lang gegangen. Edward Dance ist jetzt hier drin. Wieder Double Burrow Strike von EGM. Der hier allein so weit versucht drin zu halten. Oh, Triple Stun von Loda. Aber geht hier noch down. Dieback von Loda. Burst Strike von EGM reicht auch nicht aus, ist halt auch down. Aki auf dem Rückzug wird ja auch noch down gehen und das sieht mir sehr nach einem GG aus. GG von Yoda nach 27 Minuten. The Empire strikes again. Und nach der Performance von Empire, ja, müssen wir schauen, ob das dritte Game Return of the Jedi heißt, Return of the Alliance, oder ob das hier ein 3-0 wird. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus für Alliance. Ja, aber es ist auch schon so. Tobi hat es gestern vorhergesehen. 3-1, sagt jetzt für Empire. Ich würde es auch sagen, einfach weil Alliance, Return of the Jedi, muss hier unbedingt was liefern. Ja, es muss halt kommen. Ja, es muss halt kommen. Also, geht ja nicht anders. Es passt jetzt bisher alles. Also, das können die nicht machen. Ich rechne mal ein bisschen mit Tiny Wisp jetzt hier einfach. Einfach jetzt Tiny Wisp irgendwas mit Chen, eins von beiden bekommen und dann halt was spielen, was sie richtig drauf haben, weil das sah bisher. Es sah bisher nicht so gut aus. Ja, aber man muss auch einfach dazu sagen, Empire draftet halt extrem solide und sie haben dann halt auch immer die ein, zwei Player, die dann irgendwie einfach mal blind die richtige RP treffen. Und dann ist das Game gedreht. Oder ja. Weiter. So wie es am Anfang aussah, genau, haben Empire doch da schon ziemlich viel rausgeholt. Gut gespielt, aber es ist ja ein Best of 5, von daher 2-0 für Empire. Und es geht in ein Spiel 3 zwischen dem Empire und Alliance in der Joint Dota Masters 15 Grand Final. Stay tuned, gleich geht's weiter.